Hey Freunde, willkommen zurück zur nächsten Runde Zombie Modus Black Ops 2. Ja, Alex ist mit am Start und die gute Violet. Hallo. Ich habe schon 3 gemessert, ist das okay? Nein, ist es nicht! Doch, ist es. Also Alex, ich erkläre dir mal ganz kurz. Komm mal her. Also, ich zeig's dir einfach mal. Hier, das sind also. Hier liegen manchmal so Teile, ne? Da kannst du aufheben mit F und diese Teile kann man an so einen Tisch ranbauen immer, ja? Ja. Und also da brauchst halt mehr. Du brauchst halt mehrere Teile, um das quasi zu kompletten. Ich weiß, wo alle liegen. Warte, ich heb dich. Boah, siehst du, apropos, hier kann ich ja Perma-Perks nutzen. Geil! Okay, was mit den Teilen, die zusammenbaust? Naja, das wird nachher zu einem Gerät und also ich baue jetzt ja gerade die Turbine zusammen. Ich suche nur gerade alle Teile. Ich hab. Oh, wo liegen denn alle Teile? Ich hab das vergessen. Ja, genau, Turbine, siehst du, da ist ja schon. Ja, sag doch was. Die kannst du nehmen und die kannst du damit eins. Hallo, Kaito! Oder wer hat da gerade geschrien? Guck mal, also so sparen wir, guck mal, also die Türen haben wir jetzt quasi mit den Turbinen aufgemacht und so sparen wir uns jetzt hier die 750, weißt du? Weil normalerweise würde es hier 750 kosten. Dann sparen wir. So, Alex, hier noch was? Es ist sehr, sehr viel. Ich mach jetzt einfach ein kurzes Wash. Hä, wo liegt. Wo ist der Teddy? Hä, wo ist der Teddy? Wo ist der Teddy? Hä? Was denn? Auf der Bank liegt doch. Hier. Ach ja, genau, da. Den kannst du mit F berühren. Dann kommt so ein Geräusch. Und das, wenn du davon 3 Teddys pro Maps findest, dann kommt Musik. Also so ein Musik-Easter Egg. Stuhlinger, heute ist dein Glückstag. Du darfst. Wir fahren gleich Bus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Fahren Bus? Ja, ja, Bus fahren. Hier ist übrigens eine Waffe, die ist für den Anfang ganz gut, die hier. Für 1000. Achso, man kann den Busfahrer übrigens verärgern, Alex. Man messert ihn. Dann kriegt er rote Augen nachher. Da, er wird böse. Also. Aber, ja, immer von der Tür wegbleiben, weil der schmeißt einen nachher raus, wenn man ihn zu sauer macht. Das ist ganz witzig. Und dann macht er die Tür noch nicht mehr auf. Eine Zeit lang. Das ist ja witzig. Komm, mach. Mach! Sei sauer! Werd wütend. Jetzt macht das gleich. Vorsicht! Weg von den Türen. Achso, Zombies kommen auch im Bus rein, ne? Nur so. Oh. Yeah! Entschuldigung. Ich gewöhne mich gerade an den Äther. Ja, wollte einen rauswerfen. Und jetzt gehen die Tür nicht mehr auf. Jetzt kannst du mal probieren, die Tür geht nicht mehr auf. Ich finde das lustig. Achso, und der Bus fährt auch schneller, wenn man eine Turbine hinlegt. Dann fährt er schneller. Aber bringt nicht viel, also. Nur so nebenbei, so als kleines. Der rennt ein Zombie hinterher. Jetzt bin ich schnell. Ja. Also, sobald der Bus fährt, dann rennen die wie Usain Bolt damals. Der Jamaikaner, der Schwadde. Ja. Steigen wir aus? Wenn wir aussteigen können. Ich weiß gar nicht, ob er uns aussteigen lässt. Doch, er lässt uns raus, doch, okay. Woo. Ja, man brennt ja immer. Misty ist total pleite. Siehst du, Vaios sogar, die Frau. Das passt sogar. Misty, was sie sonst nie war. Ja, ne, sonst ist sie nie Misty. Der liegt zweimal. Dann hat Vaio jetzt ja doppelten Bonus. Sei auf einen Streich. Einmal sie selbst und der Charakter. Hm. Achso, Knifen bringt 130 Punkte. Und bei Double Points dann logischerweise 260, also. Ich würde nie außerhalb der Bereiche rennen. Ja, weil dann springen die so Viecher an, das ist böse. Hardy, ich habe eine voll krasse Idee, was wir in unsere Videos einbauen können. Ne, der ist airborne, bip! I'm have to luck! Gut, dass du mich ignorierst. Nein, habe ich hab dich verstanden. Ja, Idee, sag an. Der Dubstep-Headshot. Okay. So, haben wir hier, was haben wir hier? Die Leiter haben wir hier, hallo. Sieht aus, als sollte ich mit dem Ding was anfangen können. Hey, 8 GB. Digga, komm, jetzt mach mal hin, Alter. Ich will Punkte haben. Ja, am Anfang, auf Transitpunkte am Anfang ist immer ein bisschen schwer, kenne ich. Okay. So, ich baue schnell Dings ran, die Leiter. Instakill! Nice. Oh, Instakill. Siehst du, jetzt kann ich ja mal probieren, einen Instakill lang keinen Zombie zu töten oder mich schlagen zu lassen. Dann habe ich nachher super Instakill. Woo! Was soll das sein? Naja, es gibt sogenannte Perma-Perks, das sind Perks, die siehst du nicht unbedingt,
Aber das sind halt so eine, also solange du quasi nicht einen Fehler machst, behältst du die für immer. So, also quasi, also auch spielübergreifend. Der Bus fährt weiter, Jungs. Kommt mal rein hier. Ja, ich hab die jetzt, ich hab sie auch. Wie viel lang hab ich noch? Komm jetzt her, du musst jetzt hier rein. Weil, wenn er hupt, heißt es losfahren. Also man muss nicht, man ist nicht gezwungen mit dem Bus zu fahren, aber ist jetzt für den Anfang einfach besser. Wir haben gar kein Schild, was? Ja, und den Schild benutze ich eh nie. Geil! Das gibt's, Alter! Ich hab noch Long Range Snipe Points, Alter, Beste! Wie geil ist das denn? Was hast du? Ich hab noch Long Range Snipe Points! Jetzt fang an, meine Punkte zu tanzen. Ja, hab ich voll vergessen, dass das gibt, Alter. Krass. Was ist das denn? Ich glaube, ich hab auf der Bank auch noch Geld, ne? Lol. Coole Sache. Müsste ich auch noch haben, Alter. Der Modus ist so vielfältig. Und ohne Scheiß, der Zombie-Modus ist echt vielfältig. Also da, ohne Witz. Das dauert ewig, bis du da alles. Ey, Hadi, wir haben doch bei 40 Runde, haben wir, glaube ich, noch 250.000 oder so auf der Bank geklopft. Ich glaube auch, das war relativ. Oh, hier die Farm. Ich mach mal Farm auf. Achso, also du kannst da mal ganz kurz auf meine Punkteanzeige achten, Alex, jetzt. Und zwar genau jetzt. Okay. Ich krieg halt ziemlich viele Punkte für einen Sniper. Aber das geht nur mit Snipern. Aber du musst dir natürlich diese Punkte auch erstmal, also diesen Bonus verdienen, indem du halt einen gewissen Skill anwendest, sag ich mal. Habe ich noch was im Kühlschrank? Ist das nicht diese andere Map, wo wir dazu sind? Nee, das ist Farm. Ja, genau. Transit besteht aus diesen drei Maps. Farm, Town und, weißt du, also das sind quasi drei Maps in einer. Kühlschrank. Ja, Kühlschrank, siehst du, hab ich da auch noch. Apropos, danke. Hab ich da noch was? Hab ich da noch was? Da kannst du Waffen reintun, Alex, hier in den Kühlschrank. Und, diese bleiben spielen. Ne gepunchte DSR, heilige Scheiße! Eine Zeit, den Scharfschützen zu. Ja, Mann. Adi dreht durch. Ja, Mann, übelst. Ey, ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hab und was ich nicht hab und was es alles gibt, Alter. Mir fällt grad so. Und scheiße, mir fällt grad alles nach und nach wieder ein, was es so für Shit gibt. Der die Bank. Blitz. Die. Was? Blitz? Ach, der Blitzmongo? Ja. Wie heißt der? Der hat doch irgendeinen Namen. Ich hab den Namen vergessen. Wie heißt der denn? Keine Ahnung. Nanu! Yeah. Warum strahlt ihr so? Warum strahlt ihr so? So geil, der Spruch. Ja. Komm, wir fahren weiter, würde ich sagen. Halt, ich höre irgendwas liegen. Irgendwas liegt hier. Ich hör's. Nö. Max Ammo hier. Zack. Wir müssen gleich. Achso, Alex müssen wir reinlassen. Oh, Alex ist down. Ich heb ihn. Save du mich, Bayo. So, wir fahren jetzt gleich weiter. Wir machen das so, Bayo. Meinst du, du schaffst es, Black ein bisschen zu saven, damit ich in der Stadt bleiben kann und Pub aufmachen kann? Gucken wir mal, ne? Weil Pack gepuncht und so ist cool. Okay, sag mal, fährt der Bus mal weiter endlich mal? Nee. Ja, jetzt fährt er weiter. Bitte nehmen Sie Platz. Super, was er sagt, ey. Aber die Leute stehen ein bisschen in. Kann sich im Bus doch nicht hinlegen, ne? Das geht nicht, ne? Nogger war ja in der Stadt, ne? Genau. Ich glaube schon. Ich hoffe doch, ne? Wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Ja. Nee, ich schieße es lieber nicht so oft. Daneben. Wo habe ich all die Punkte her? Ich weiß nicht. Wenn du genug Zombies abknallst, ne? Ich hätte gerade noch 900 oder so. Ineinander. Ja, es buggt manchmal im Bus. Ist COD, also das Normale. Da buggt alles einmal rum. Aber im Groben und Ganzen funktioniert es meistens eigentlich ganz gut. Vajo hat bei mir übelst schnelle Laufbewegung. Das sieht voll krank aus. Ja, aber voll schnell irgendwie. Warum? Ich check das nicht. Ich hab Speedy getrunken, Alter.
oder was? Nee. Hat sie nicht. Oh, wenn wir hier Tomahawk hätten, weißt du, da können wir mit. Das könntest du mit dem Tomahawk holen, das Ding. Wir sind jetzt hier, ne? Ich würd aussteigen, ja, ich mach an, ne? Ich würde sagen, ihr beide bleibt hier oben, oder? Hier ist übrigens. Hier hängt eine Waffe, ne? Hier, die AKU ist ganz gut. Hier, die AKU ist ganz nice. So, ab hier runter. Wuhu! Lopp. So, ich baue schnell Strom zusammen. Hier schon mal die Hand. Das ist schon mal sehr gut. Ein grelles Licht. Wir sind im Labor. Im Labor, wo die Zombies erschaffen wurden. Nein, sind wir nicht, aber. Hat irgendwas damit zu tun, denke ich mal. Ich hab den Schalter. Jetzt fehlt noch das große Ding, ne? Platte. Die. Wo ist die denn? Da, ich hab sie. Ja? Ja. Ja, dann müssen wir hier rüber. Ja. Yep. Also ich empfehle einfach. Ach ja, ja. Was? Wo? Achso. Ich empfehle, also wenn ihr euch mit dem Zombie-Modus echt auseinandersetzen wollt, dann spielt auch ruhig mal öfter mal alleine Runde. Also okay, aber dann auf leicht halt, damit die Zombies euch halt nicht auf den Sack gehen, da könnt ihr halt die Maps erkunden und so und ne? Wo halt alles ist und so. Also das muss man einfach machen, wenn man das einfach lernen will. Habe ich auch gemacht. Strom jetzt mal, weil fertig, da ist der Blitz. Ah, Agato ist da, genau, Agato. Und der ist noch gar nicht frei, der ist jetzt erst frei. Hallo, Agato. Guck mal, siehst du den, diesen Blitz-Mongo da? Ja, der könnte uns nachher geistlich auf den Sack gehen. Aber nur vielleicht. Man weiß es nicht. Ist immer dem Zufall bestimmt, ob das passiert oder nicht. Die Elektrofalle brauchst du nicht bauen, die ist sinnlos. Hier bei diesem Sprung. Alex, wo bist du? Alex? Ich komm grad hoch. Achso, hier ist so ein Epic Jump, da musst du aufpassen. Der ist ziemlich schwer manchmal zu handhaben, aber manchmal fällt man den übelst. Ich würde sagen, wir fahren weiter Bus, ne? Oder? Gleich. Achso, Alex, also es ist auch eine quasi die Regel Nummer 1, wenn man jetzt etwas vorhat zu machen, lässt man immer den letzten Zombie der Runde leben, weißt du? Damit man halt Zeit hat. Und einer nimmt dann immer den Zombie, geht mit denen im Kreis oder so. Und dann machen die anderen halt die ganzen Sachen. Also es gibt da. Ey, ich werd geschlagen. Ich hab keinen Nocker, ne? Instakill. Jetzt könnte auch. Nein, also Instakill immer knifen, wenn es gerade geht, weil bringt halt mehr Punkte, ne? Ja. Was war mit den Teilen? Jetzt müssen wir warten, ich hab ein Stück vor. Ja, warte, ich schieß ihn mal an, den Penner. Nice, Double Dipping. Das ist immer eine ganz gute Kombi, so. Ah, aber jo. Ich beleb sie wieder. Oh, schieß mal. Nein, ich bin down. Ah. Noch ein Insta-Killer. Noch ein Insta. Nein! Ja, nee, ich wusste nicht, dass du Grabstein getrunken hast, weil. Ich dachte, du. Ah, schade. So, Kaito, wie weit bist du? Kaito? 8,5%. Hä? Ja, weiß Bescheid. Was? Ja, weiß Bescheid. 8,5%? 8,5 Gigabyte, sorry. Alter, lol. Ich wollte gerade sagen.